dem Zombie-Spiel. Oh, und ja. Ich bin natürlich nicht alleine, denn es ist ja ein Teamspiel. Wer ist denn alles da? Na, der Lune ist schon mal wieder dabei, wie immer. Ja, wir haben auch weiblichen Besuch. Und zwar die liebe Darth Vera. Hi, Vera. Ich weiß nicht, warum du immer was mit Lieb erzählst. Du versaust mir den ganzen Ruf. Ja, ich auch. Liebe Darth Vera. Die liebe Darth. Und den Dave haben wir auch wieder dabei. Moin, Dave. Hallöchen, Leute. Ja, Leute, es gab ja eine Zeit lang kein Video. Es gibt auch einen bestimmten Grund. Es wurde nichts Neues eingeführt. Aber jetzt haben wir endlich den letzten Kartenabschnitt geöffnet. Und ganz, ganz neu, wir haben Squads verfügbar. Also beziehungsweise jawohl. Clans, die man jetzt gründen kann. So wie ich das gehört habe. Stimmt das richtig? Denn? Mhm. Das stimmt, Clans, mit Text, mit Logos, mit... Ach, und die volle Karte, und die volle Karte. Volle Karte, ey. Volle Karte. Wundert euch nicht, es ruckelt zwar, ich habe jetzt hier aktuell 6 Frames im Menü, aber das soll wirklich nur im Menü sein, keine Ahnung warum. Ja, Leute, heute ist der 28.11. und gestern um 23 Uhr wurde endlich das letzte Kartenstück freigegeben. Wir haben jetzt zwar noch alle Items, es ist also noch nicht dieser Item-Swipe gewesen. Ja, ist das am 30. Ja. Jo. Wow, ist das hier voll. Die ganzen Maps sind ziemlich gut gefüllt. So, also ich werde erstmal jetzt einen neuen Charakter erstellen, um euch zu zeigen, was es noch alles Neues gab. Dazu nenne ich mich einmal... Etwa nur 12 von 40, Leute. Wollen wir darauf? Welche Nummer? Rufflecopter Lune, Continue. Und hier einmal genau haben wir den Rebel. Den hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Der sieht ziemlich geil aus, vor allem er hier. Mit seinem hässlichen Schnäuzer. Ach, es gibt neue Figuren, ne? Es gibt das neue Figuren, eine Menge sogar. Okay. Er ist hier der Glamrocker unter den Leuten, das sieht man der definitiv. Und ja, hübsche Hosen, dann zeige ich nochmal den Durchschnitts-Joe, Average Joe. Also wie so ein kleiner, vor allem der Penner-Look, der zweite, sieht richtig geil aus. Mit dem Totenschädel oder hier dem Smiley, das könnte ich sein. So, aber The Mechanic, die ist sexy, eine richtige Powerfrau, du. Oh ja, es läuft sehr schön, merke ich gerade. Oh, was haben wir denn da? Oh Gott, da ist ja überall See. Frosty Pines, Norad Military Base und Glenwood Springs. Ich gehe mal und zu den Glenwood hier, Springs, würde ich sagen. Auch, die ist auch nicht schlecht. Wo wollen wir uns denn treffen? Seid ihr denn schon auf dem Server, oder? Wie hieß der Server nochmal? EU 150. Was nehme ich denn da? Nehme ich das? Aufschreiben. Nehme ich das so? Nehme ich das so? Da, Mann. Richtige Powerfrau hier. So, nehme ich das so. Ich mag schon mal, wo ich rauskomme. Create New Survivor. Ich hoffe mal, ich werde nicht gleich wieder bei den Haufen geballert. So, da haben wir jetzt noch neu das Alignment. Das heißt, man ist jetzt direkt zu sehen, ob man neutral, bandet oder eben Helfer ist, keine Ahnung. Letzte Map. Und vor allem, es gibt Erfahrungspunkte, wie man sehen kann. 90 habe ich mit dem schon. 130 mit dem. 50 mit dem. Rotzombie gibt es 5. Wahrscheinlich für Player-Killing. Keine Ahnung, ob da was abgezogen wird oder was dazukommt. Das weiß man noch nicht. Später gibt es dann noch hier die SFR-Skill-Tree. Wahrscheinlich ist mir meine Sprache wieder abgeschissen. Ich guck mal eben. Nee, ist bei mir auch so. Wie geht das denn eigentlich mit Clans gründen? Nee, die Items haben... Okay, gut, haben alle Namen. Der Luna wollte doch einen gründen. Genau, wir können jetzt auch unter Community... Unter Community kann man jetzt, also neben Play Game, zeige ich mal eben schnell. Es lädt. Ja, es lädt ein bisschen. Genau, gibt's Clans, Friends und so weiter kommen noch dazu. Jetzt ruckelt's gerade ein bisschen. Auf jeden Fall kann man bei Clans eben sich einem Clan zuordnen. Zum Beispiel Propaganda-Style gibt's gerade mit 3 Membern. Propaganda-Style. Oder Clan zum Rumgrimpen sieht man hier. Gibt haufenweise lustige Namen auf jeden Fall. Ist mir schon mal aufgefallen. Oh, es ruckelt gerade wie Sau. Bei mir ja, geht's, also in-game geht's wunderbar. In-game, im Menü ist gerade extrem. Ich create mal einen Clan, ich hatte die Idee, wir nennen unseren Clan Taschenlampen-Terroristen. Ich hoffe, da sind alle mit einverstanden, das passt einfach zum Spiel. Ich find's lustig, auf jeden zum Fall. Zum Spieler wohl eher. Zeichtel! Change Icon, da gibt's 3 verschiedene, einmal einen Rucksack. Ich hab ne gute Idee, ich hau den mal auf den Kopf. Change Icon, los! Oh, das ist gerade ruckelt. Moment, ich muss mal ganz kurz... Ne, es liegt am Menü auch wahrscheinlich. Ich kann die Aufnahme nicht sehen. Ist nur Menü, wenn du auf Community drückst, dann leckt das. Ja, das ist ruhig. Ja, also, wir haben einen Stern, wir haben einen Totenschädel und einen Rucksack. Was für ein Icon würdet ihr bevorzugen? Der Rucksack hat so grüne Spritzer, der Stern hat eher rote Spritzer, gelbe und der Totenschädel hat rote Spritzer. Weiße Spritzer, die hast du in der Hose, Dave. Ja, okay. Wollen wir uns wirklich gleich so als Banditen irgendwie... Weil Taschenlampen-Terroristen hört sich ja schon mal fies an. Und auch noch einen Totenschädel dazu, dann ballern sie uns gleich über den Haufen. Ist doch egal, komm, nehmen wir einfach. Name your clan. Sagt, wir sind die gierigen... Gierige Elsen. ich weiß nicht, ich guck gerade hier auf eine Straße, die hört mittendrin einfach mal auf, aber wie mit einem Zirkel, also rechten Winkel abgeschnitten irgendwie, das ist komisch. Also, was für Namen sind wir jetzt? Taschenlampen-Terroristen oder die gierigen Elsen?
Ja, nehmt auch Taschenlampen-Terroristen. Also Leute, wenn ihr das hier seht, ihr kriegt wahrscheinlich auch immer Anfragen, vor allem der Luna. Was jetzt ist mit Zusammenzocken? Ihr könnt natürlich alle gern bei uns in den Clan, soweit das möglich ist. Wir werden mal gucken, dass wir da was organisieren. Und vielleicht auch irgendwann mal einen eigenen Server mieten. Soll der Name grün oder blau werden? Wir können den Namen sogar einfärben. Rot, lila, gelb, blau, hellblau, weiß, schwarz. Pink. Pink? Ich hätte gern pink. Oh, das sieht so richtig eklig aus. Taschenlampen-Terroristlein. Oh. Einmal nach vorne beugen, dann terrorisieren wir dich mit meiner Taschenlampe. Ist das eine Maglite in deiner Tasche? Oder bin ich das? Wie gesagt, also ihr seid da herzlich eingeladen, dass wir euch da vielleicht in weiter mit uns zusammen mal zocken könnt. Wir werden wahrscheinlich auch öfter mal einen Stream weiterspielen, so wie ihr das schon gesehen habt. Aus. Grau, nee, blau. Taschenlampen-Terroristen. Clan-Tag wäre dann TLT. Wolltest du nicht T-T? T-T, das sieht dann aus wie so ein Weinsmiley. Ja, sag, dass du mich lieb hast! Q-Q. Anspringen! Genau, Clan-Beschreibung. Kommt drauf an, wie viel kann man denn da einfügen? Eine Menge, wie ich sehe. Was schreiben wir denn da? Schönes dazu. Kuchen. Nehme ich jetzt den Rucksack oder nehme ich den Totenschädel? Ja, musst du wissen, mach doch mal, ist doch. Nehmen wir den Rucksack. Dein Ding, sag ich mal. Ich will mich da nicht groß einmischen. Okay, nehmen wir den Rucksack, komm. Der Rucksack ist vielleicht hätten wir auch so ein Abstimmungsding machen sollen. Na, nee, ist egal. Scheiß drauf. Ja, kann man hinterher die Clan-Description noch ändern? Ich glaube schon, ja. Dann mach ich erstmal. Also, ich sag mal, im Notfall kann man den nochmal. Die Elten waren ne. Clan-Tag should be 4 Symbols. Ah, na, wunderbar. T-T geht nicht, wir brauchen 4. Och, Mann. Dann mach doch eckige Klammer zu, T, unterstrich T. Ah, genau, okay. Auf und zu, Mann, nicht so. Sieht das aus wie so ein heulendes Gesicht mit Riesenohren. Ja, genau so. Ich hab mir die Hände am Kopf. Mach hinne. Oh, das Spiel reagiert nicht. Es kann nur 4 Zeichen sein. Was? Es geht nicht länger. Ich mach doch kleines D, großes T, unterstrich, großes T und B. Es geht alles nur ganz groß. Großes Teil, klar, es ist alles groß geschrieben. Ja, ist halt das Doofe. Wow, Leute, hier sind überall umgestürzte Bäume, als wäre hier irgendwie so eine Schuttlawine durchgerollt, wo ich gerade bin. Mach ich ein Leerzeichen dahinter, vielleicht geht das ja. Ich bin bei Glenwood Springs. Create Clan, los. Auf zu ruckeln, du Scheißmenü. Ach, da drüben. Oh. Clan-Tag cannot contain special symbols. Unterstrich geht leider nicht. Da müssen wir also doch TLT nehmen. Mit einem Leerzeichen geht's zwar. TLT. Das ist in Glenwood Springs. Das ist ganz am besten. Create Clan. Okay. One moment, please. Fail to create. Oh, ich kann den Clan nicht createn. Warum? Weiß ich nicht, vielleicht wegen, Bug. Ich mach einfach mal ein Ende hinter. TLTN, Taschenlampen-Terroristen. Ach, wie kacke ist das, ey. Ich seh schon, komm, gleich schießt mich einer tot. Hier sieht's mir so unschön aus. Ich bin bei der Military Base, ne? Ganz große Klasse. Guck mal, was jetzt geht. Ich kann den Clan nicht createn, das ist sehr schade. Vielleicht fehlt noch eine Beschreibung. Dies ist eine Beschreibung. Create Clan. Profi XT. Create Clan, los! Ruckelmenü. Fail to create Clan. Ich kann nicht createn. Dann join ich einfach mal das Spiel. Nee, ich habe auch gestern gelesen, dass vielleicht ein Bug ist oder manche haben auch geschrieben, dass man dafür bezahlen muss. Ob das wirklich stimmt, ja. Bitte was? Das wäre natürlich dann ziemlich bescheuert. Das wäre richtig scheiße. Vielleicht für Ingame-Geld, das wäre ganz cool. Okay, auf welchem Server sind wir jetzt? 150. Da muss ich ja ganz weit nach unten scrollen. Auch wenn das nicht so ruckeln würde im Menü, ey. Hier gibt's gar nichts. Hier gibt's kein einziges Item, wo ich bin. Das sind zwar Gebäude, aber... Seid ihr schon im neuen Gebiet, ja? Ja, ich bin schon ganz oben. Ja, schon gespawnt dort. Extra. Nee, ich bin unten gewesen bei Superior Junction oder wo das war. Ich wollte ja letztes Mal zum Airfield mit meinem Charakter hier. Ach so. Deswegen bin ich jetzt gerade nördlich gelaufen, das war das Kürzeste. Aber hier sind schon überall Zombies zumindest. Ja, das geht doch. Ich bin zwar komplett nackig jetzt, also ich habe jetzt nichts dabei. Nackig, das nennt man, wenn man ohne Equipment rumrennt. Ich bin gerade nackt. Ja, wissen wir doch. Ja, nee, ich bin eigentlich vor der Kamera nackt und laufe dann nackig quasi. Also ich laufe mit dem Charakter, während ich nackig bin. Wie im echten Leben. So, ne? Wie im echten Leben, ja, sag ich ja. Echt nehme ich auch mal nackt einkaufen, die Leute sind schon gewohnt. Ach, guck mal, da kommt der Nudist schon wieder, ja. Nee, das Gute ist ja, man sieht ja nichts vom Genitalbereich, weil mein Bauch ist so groß, der hängt ja immer davor.
dachte, du machst das wie Alanis Morissette, mm. hängst du die Haare davor. Jawohl, okay. Super, Ingame mit Roy läuft es perfekt. Ich bin auch im neuen Gebiet, ich bin jetzt bei Echoes Compound. Oh, da bin ich in der Nähe. Ah ja, okay, dann können wir uns eigentlich bei Norad. Na gut, ich bin so weit weg von Norad. Norad Military Base. Wo bist denn du? Ich bin bei Springs hier, bei Glenwood Springs, ganz im Westen. Ganz im Westen? So West-Nordwest. Ach so, da ganz unten, in der Nähe von der komischen Patch Farm oder was das ist. Gut, dann gehe ich mal zur... Ich gehe mal zum Norad Dings, treffen wir uns in der Norad Military Base. Oh Gott, bis ich da bin. Ich hab nichts zu essen und zu trinken, aber ich komme mal langsam in die Richtung. Oh! Oh, ich habe ein sehr männliches Vibe erwischt. Weil die Frau ist zwar... Sie ist zwar weiblich vom Aussehen, aber wenn man springt, kommt so ein richtig männlicher Sound. Oh. Das sind noch die ganzen männlichen Zombies. Ich denke mal, da fehlen noch auf jeden Fall weibliche Töne. Vielleicht ist es ja auch ein Kerl, vielleicht weiß man es noch nicht. Heißt der The Mechanic. Vielleicht ist es ja auch der Mechaniker. Nur dass er eben sehr weiblich aussieht. Ich werde gleich abgeknallt, Leute, ich riech das schon. Na. Wir werden das hat mir auch schon einer gesagt, ich habe Reflexe wie ein Chamäleon. So, Ebenfalls. Ach, das ist mir egal, ich spiele keine Shooter. Das hier sollte man auch nicht als Shooter sehen, finde ich. Oh, nee, es ist ein Survival-Game. Das geht nur ums Überleben und zusammenbündeln töten. In Clans und töten. Genau. Vernichten von anderen ihre Körper. Genau. Oh, wie lange habe ich den Spruch schon nicht mehr gebracht? Zerstörung von anderen ihre Körper. Oh. Zerstörung von anderen ihren Körpern. Oh, Tanzwut. Oh, die Tanzwut. Ich freue mich schon auf Dead Space 2, wenn ich das mache, ey. Die Tanzwut. Return of the Tanzwut, ey. So werde ich ja den ersten Part nennen, Return of the Tanzwut. Oh, ich habe einen Rucksack gefunden. Und eine Taschenlampe. TLT. So, Taschenlampe. Ich bin jetzt rechts von Norad Military Base an so einem... Also kommst du von rechts rein? Ich komm von rechts rein, du geiles Laub, geiles Luder. Lauf vor allem. Gut, also nicht von hinten diesmal. Du geiles Laub. Mm. Ach, geiles Laub. Mm. Oh, ey, bis ich da bin, das dauert aber eine Ewigkeit. Ich bin am anderen Ende der Karte. Wo bist du denn gerade? Ich bin unten bei diesem Settlement. Cash. Oh Gott, Springs, nee. Settlement. Dann würde ich sagen, erstell dir einen neuen Charakter und hoffe, dass du in der Nähe spawnst. Das wäre einfacher. Ja, also es ist Spawn. Ich finde, dass sie auch wie bei Dings, wie hieß es hier, Planet Side 2, dass man sich seine Spawnzone aussuchen könnte. Das wäre top. Ja. Na gut. Aber das soll noch mal kommen, oder? Genauso wie Schnellreisen, soll es doch vielleicht auch mal geben. Ja, wäre schon nicht schlecht. Jetzt wieder Quatsch. Na, Fahrzeuge also, gibt's ja. So wie ich gelesen habe, ich muss ganz kurz reinreden, so wie ich gelesen habe, wird später in der Beta oder im Release so sein, dass man mit Freunden gleich spawnen kann. Selben Punkt. Okay, das ist cool. Wäre natürlich Knights, ja. Oh Mann, hier sind überall Ruinen. Die sehen zwar alle so ziemlich gleich aus von der Bauweise, sogar vom Zerstörungsgrad her sind die fast alle genau so, gleich. Ich sehe jetzt auf jeden Fall schon mal das Military Base. Dave, wo bist du? Ich komme von Süden her rein. Treffen wir uns in der Basis? Solange du das überlebst, ja. Oh, ich habe hier so eine riesige Knattermücke gerade im Zimmer. Das nervt so. Kennt ihr die? Mit den langen Beinen. Knattermücke? Die knattern, wenn die ich so irgendwie... kenne andere Knattermücken. Die stinken, wenn man drauf tritt, weißt du? Die Brüllkäfer, oder was? Nee, das sind wieder andere. Nee, hier, die kennt ihr doch, diese fetten mit den langen... Oh, ich habe einen Zombie. Ach, man kann das als Schnaken oder Mückenbock. So klappert, wenn die irgendwo gegenfliegen, so... Ja, Mückenbock oder... Schnaken heißen die, Knattermücken kenne ich auch nicht, ey. Ja, aber jedes Bundesland sagt was anderes. Ja. Ja, ich habe die jetzt persönlich so getauft. Bei uns im Bundesland heißen die einfach auch nur irgendwie. Na, keine gibt Ahnung. Gibt auch Knödel und Klöße ihn, und Klopse. Aber ich sehe ihn nicht. So, die Grafik ist, weiß ich nicht, hat sich der Himmel verändert? Ich bin es gerade nicht mehr so gewohnt, das Spiel zu spielen. Die Wolken sehen anders aus, ja, das kann sein. Der Himmel ist blauer als vorher. 18:29 Uhr, also. Vielleicht haben sie auch mehr Abstufungen eingefügt, nicht, dass es einfach nur so schrittweise dunkler wird, sondern auch mal andere Bitmaps oder sowas. Bup, 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 das ändert sich dann wie auf der PlayStation 1 die Berge, weißt du? Ja. Bei den ersten Spielen, das hat sich ja ruckartig geändert, auf einmal war der Berg flach, dann war er wieder hoch, ey, das war ja bei der PlayStation 1 total Augenchaos, ey, ich habe da richtig Augenkrebs von bekommen. Mhm. Oh, einen Hammer habe ich gefunden. So, die Militari-Base sieht ganz gut aus. Ah, du bist schon dort. Ich bin schon drin jetzt, ja. Bei mir, da keine Menschen, ja gut, ich bin also ich bin am Zaun, von außen. Aber sieht hübsch aus, hier ist auch nichts. Kein Zombie, kein gar nichts. Nothing. Das ist gut. Hier gibt's aber auch eine Menge zu untersuchen bei mir, muss ich sagen. Also eigentlich müssten schon Items da sein. 5 XP added!
Ah, naja, was war denn in der neuen Stadt? War ja auch nichts los. Okay, hier ist ein. Hier sieht's cool aus in der Military Base, wo die Autos so aus der Wand ragen. Mit Funkspruch. Ich habe einen Helm gefunden, beziehungsweise einen Hut, einen Boonie-Cover. Der okay. passt zu mir, ollen Kack-Boonie sowieso. So ein Käppchen halt. Sieht voll scheiße aus bei der Frau. Ey, das ist richtig gut gemacht. Ich gehe jetzt hier raus, das bringt nichts, da ist gar nichts hier. Jetzt werde ich hier wieder angeschrieben. Ja, ich auch. Tobias Brandl, kleine Info, ich bin... Na, das interessiert mich doch jetzt aber stark. Was denn der Herr Brandl so zu berichten hat. Na. Was denn? Der guckt unsere Videos. Na, ey, ich sag ja, es interessiert mich trotzdem, was der Herr Brandl zu berichten hat. Yes. Wirklich, ich meinte das jetzt ernst, das war nicht ironisch gemeint. Achso, da hat sich so angehört, oh, das interessiert mich jetzt brennend. Oh, Zombies! Das sind doch Zombies hier. Einer. Aber ey, hier sind begehbare Gebäude vom neuen Typ, also es ist ein neuer Gebäudetyp hinzugekommen. Sieht aus wie so ein Bürokomplex von der Militär. Nur eben leer. Ich find's schade, da müssten sie echt mal Tücher reinbringen oder sowas, damit es halt nicht so leer aussieht. Das sind einfach nur, ich kann solche Wand looten. Einfach nur leere Gebäude mit nichts drin, das ist total lächerlich. Okay, also ich bin jetzt raus aus diesen komischen Springs. Ihr seht es ja im Video. Das war ein Zombie. Oh, hier ist was. Ja. So, was ich nicht verstehe ist, man kann Anti-Aliasing zwar aktivieren, aber wirklich gut ist es nicht. Ich glaube, das ist nur zweifach oder sowas, ne? Kann das sein? Ich hab's aus. Oh, warte mal, da oben ist ein kleines Dörfchen in den Bergen. Da gehe ich mal hin. Seht ihr das auch? Dieses West Boulder mit meteorologische Station, irgendwas. Keine Ahnung, ich kann es nicht richtig lesen. Da gehe ich mal hin. Ach das, ja, da gibt's gutes Zeug. Mount Massive Weather Station. Also West Boulder Meteorological Station ist schon wieder eine Metrostation. Und dazwischen ist die neue Stadt Frosty Pines Resort Town. Das soll wohl die größte sein, angeblich. Das sieht aber auf der Karte nicht ganz so aus. Ja. Es hieß, hier soll die größte Stadt kommen, ich weiß nicht. Für mich ist Boulder City bis jetzt noch die größte. Ja, für mich Rein ist es auch noch Frosty Pines Resort. Ja, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich wieder abgeknallt. Ich habe da so Panik vor, ohne Witz. Das ist der Haupt... So. Am Anfang habe ich ja immer Thrill gesagt, sterbt nie, aber dann die letzten Videos... Ja, das ist auch der Haupt-Thrill des Spiels. Das ist, ich muss auch sagen, ich finde das gar nicht mal so schlecht mit dem Player-Killing. Das sorgt für ein bisschen Nervenkitzel. Klar, es nervt, aber ganz ehrlich, du kannst die anderen genauso umbratzen. Also von daher... Ja, im Moment besteht es da wirklich nur daraus, du rennst irgendwo hin, wirst abgeknallt, dann darfst du einen neuen Charakter machen oder einen alten wiederbeleben, rennst du wieder dahin, wirst wieder abgeknallt. Jo. Ja, bei DayZ ist es halt wirklich zurzeit so, du kannst noch verständigen, es gibt halt nicht sofort Leute, die dich abknallen. Vor allem habe ich auch hier gehört, das du wirst erst ab 25, wirst du erst als Gangster bezeichnet oder als Bandit. Nach 25 Player-Kills, überlege mal. Krass. Oder kannst du fröhlich morden gehen. Sag mal so, wie gesagt, wenn das ganze System dazu kommt mit Player-Killing und Banditen und so, ach du Scheiße, Zombie, der ist der Erde schon wieder. Und so, jetzt bin ich auch endlich da. Ja, ich bin an den Autos hinten. Ich bin bei den Autos. Hier sind mehrere Autos. Ach so, okay. Ich stell mich mal auf dem Dach. Stacheldraht aufgestellt, was soll denn das bitte? Einfach mal mitten auf den Weg ein Stacheldraht gesetzt. Okay, sieht man nichts auf dem H-Dach. Kacke. Ist eine relativ große Militärbasis. Ich bin, ja, mittendrin. Statt nur dabei. Hier ist was. Wie heißt der denn? Dave's Gaming Center? Hardhead. Hoffelkopter Lune. Ah, Warthera, okay. Warthera. Sehr schön. Ja, der andere war schon vergeben. Was? Ey, das Dorf sieht von oben richtig beeindruckend aus, muss ich sagen. Chemlight, Can of Soup. Also hier gibt's eine Menge Zeug zu looten, nur wenig Zombies. Ja, ich bin unterwegs, ich bin noch dicht davor, überraschenderweise. Wo bist denn du? Also welche, auch Military Base? Ach da, ja, ich bin ein bisschen östlich vom rechts. Military Base. Ach, seid ihr da oben schon alle, weil ich bin meteorologische Station. Ach, sieht mich? Ja, bei mich, glaube ich, oder? Also, ich wollte gerade sagen, ich bin noch mitten im Wald. Mitten im Wald. Mitten im Wald, ich sehe die Berge, aber ich sehe noch keine Basis. Meteorologische Station, da ist er, der Dave. Aber der Wind wieder herpfeift, ne? Das ist schon toll. Oh, ich hab Angst, da oben ist einer und snipert gleich. Achso, Zombie, spring hier rauf, Dave. Da ist noch einer, du Penner. Hilfe mir! Beeil dich! Jetzt frisst er wieder Dreck. Ey, findest du mich nicht auch so sexy? Da ist ein Zombie, der läuft bis zu Knien im Boden drin. Obergeil, oder? Junge, ich glaube, wir beide treffen uns mal lieber woanders. Die beiden haben da gerade schon sehr intime Gespräche. Ja. Und? Immer dreckig. Lass uns rüber rennen! Schnell!
Der Zombie läuft so komisch. Der ist eben mit den Knien im Boden gestocken. Also bis zu den Knien war er im Boden und ist da langgelaufen. So kann was hier drin ist. Hab ich irgendwas? Es sind auf jeden Fall eine Menge begehbare Gebäude hier, die sind aber alle sehr, sehr leer. Das finde ich halt sehr schade. Die Zombies, ey. War nicht so Geräusche, da ist bei mir gerade einer aufgestanden. Bei mir rum. Nein. Alter Schwede, die sind um einiges gefährlicher geworden. Irgendwas blutet da. Ja, die KI wurde geändert, ja. Ja, die KI wurde auf jeden Fall geändert, definitiv. Okay, ich werde erstmal meinen Hut wegschmeißen, den brauche ich nicht. Drop und den anderen auch. Drop. Der läuft voll schnell, der Zombie. Lenke ich sie mal ab, Moment. Ich habe nämlich eine Flare hier. Yeah. Da hängen ja Zombies mit einem Zaun. Guck mir das mal an. Wie geil ist das denn? Okay. Ja, vor allem, man läuft jetzt auch viel langsamer, wenn man schleicht, kann das sein? Scheiße, was war das denn? Das hat's jetzt vollgebracht. Von der Backmann! Das hat bei mir auch noch nie funktioniert, ich weiß. Was ist das denn? Juhu, Zombies, ich lenke euch ab, indem ich einfach die Flare im Maul behalte. Quarantäne-Area. Lass uns wegrennen. Ja, sehr toll. Scheiße, also hier gibt's nichts Tolles mehr. Ich denke mal, wir gehen lieber raus. Hier sind nämlich haufenweise Zombies. Ja, rennen. Geld. 950 Dollar. Die liegen hier alle tot rum, die Hacker Zombies. Free, also ich habe jetzt erst zwei gesehen, die aufrecht rumlaufen. Der Rest liegt da auf dem Boden. Da hätte es einer, scheiße. Bis man kommt. Da hätte es einer, da hinten zwischen den Bäumen. Ich habe da gerade jemanden gesehen. Da ist auch einer auf dem Server, der Hacker Free, yes, geschrieben hat. Mann, the Hackers Free. Ich find's kacke, wenn man sprintet, dass dann die Kamera schon wieder wechselt. Irgendwie ist es gerade ein bisschen verbuggt bei mir. Ach, lauf einfach. Ich sprinte. Rapante. Ich tanze. Vielleicht war es ja aber auch Vera. Was? Die hinten zwischen den Bäumen war im Wald. Das war Schlender. Das war der Schlender. Schlender, genau. Jetzt ist er schon wieder. Der Zombie ist bei mir auch gerade verbuggt, der mit den Knien in der Erde drin steckt. Ich kann die Basis sehen. Ja, das ist gut. Wir sind jetzt aber jetzt raus. Wir kommen jetzt nach Süden zur Straße raus. Nach Süden zur Straße? Also ja, zur Straße nach Süden, so irgendwie. Hier fragt schon einer, ob wir wissen oder ob jemand weiß, was das mit XP überhaupt bringen soll. Na gut, Skillung wahrscheinlich. Skillbäume, ja. Natürlich. Was ist das schon für eine Anzeige? Wenn man später Ausdauer erhöhen kann, besser zielen, mehr tragen, weil die Gegenstände, die man später aufnimmt, werden dann auch Gewicht haben. Und denke ich mal, dass es auch ein Feature sein wird, dass mehr tragen, länger sprinten. Bessere Waffenskills, also dass du nicht mehr so verziehst und so Sachen vielleicht. Also man kann auf jeden Fall einige Sachen skillen. Mehr HP vielleicht auch. Boah, ich hätte halt gern mal hier was Gescheites gefunden. Ich finde hier nur Chips und so ein Mist. Ich habe jetzt Suppe, Painkiller, Pasta, Bandagen. Was sagst du im meteorologischen Zentrum? Da ist was, da ist gar nichts. Doch, da war gestern. Was war denn jetzt? Ey, was ist denn? Oh, da liegt einer unterm Auto. Der sieht irgendwas aber nicht gut aus. Irgendwas ist mit meiner Steuerung gerade nicht so, wie sie sein sollte. Ich wollte die Waffen weglegen. Kann ich irgendwie jetzt noch nicht? Rücktaste? Ja, keine Ahnung. So ein Scheiß. Ich muss mal kurz auf Waffendings gehen. Option. Ach, ich kann meine Steuerung ja hier nicht. Doch, hier kann ich es ändern, genau. Move forward, wo ist denn hier? Backspace. Da liegt was? Left Shift, Return. War toll. Chat, Grave, Next Item, Grave. Was ist denn Grave für eine Taste? Grave ist, ich glaube, diese Tilde-Taste oder beziehungsweise ist hier Komplex, oder? Same nee, Grave ist, to Grave ist Unterstrich oder. Ach, keine Ahnung. Ich wusste es mal. Grave, ist das nicht Grab? Ja, aber das ist auch gleichzeitig. Wo ist denn die Kuh? Wo ist denn die Kuh? Quick Switch. Das setze ich mal auf. Was ist der Quick Switch? Die haben da lauter Leute an die Wände gepflockt, irgendwie. Mhm. Die sind an die Wände getackert. Oh, Mann. Alter Kacke, wie sieht. Die haben die aufgespießt. Tja. Die sind wirklich auf so Spießen. Also hinten rein und dann vorne aus der Brust wieder raus. Hinten rein. So. Ja, wirklich, hinten rein. Wenn ich sage hinten rein, dann meine ich. Ja, ich kenne das ja. Das ist vor der Kathedrale sind auch aufgespießte Sachen. Aber voll böse, du. Boah. Kommt wieder einer angewetzt. Schweinesau. Dave, hier ist gar nichts. Hier waren ein paar Chips und Granola-Bars und sowas. Ich habe gestern dort eine Waffe gefunden. Also jetzt kann ich schon wieder meine Ansicht nicht ändern. Das ist total bescheuert. Ja, gestern. Gestern. Ja, gestern habe ich da das und das. Und da hatte ich eine M4 und einen Mossberg. Und dann hatte ich noch einen Alice-Pack und alles da oben drin. So, gehen wir zu Frosty Pines Resort Town. Was willst du denn davon, Dave? Mir hat ja auch schon jemand gesagt, ich wäre voll der Lacker, weil ich so viel Kram finde hier. Weil ich in einem Video mal zwei Waffen Stimmt, du bist, du bist Markierer und Lacker. Was, Markierer? Mhm. Maler und Lackierer. Achso.
Malermeister und Lacker. Ich kann die Straße sehen, wo seid ihr denn? Wir sind jetzt auf dem Weg zur Straße abwärts Richtung Frosty Pines Town. Da gehe ich auch mal hin, wenn ich irgendwie über die Berge komme hier, ansonsten muss ich ganz außen rum. Wie weit seid ihr denn auf der Straße? Seid ihr schon an der Kreuzung gewesen, oder? Kreuzung? Nee, ach nee, das ist ja ganz im Süden. T-Kreuzung. Boah, nee, das ist ja, geil aus. Wir sind ein Stück weiter Aussicht. Nördlich, wir gehen jetzt Frosty Pines, vielleicht treffen wir uns hier unterwegs. Ich kann runtersehen auf Boulder City, da sieht man extrem gut aus. Also zwar nur so ein bisschen nebelige Hochhäuser da im Wald, aber sieht echt gut aus. Moment, ich glaube, genau, wir laufen richtig. Wir brauchen mal einen Kompass, das Spiel braucht definitiv einen Kompass. Nö, du hast doch die Karte, finde ich. Also es geht, also besser als in DayZ. Vor allem DayZ, da kannst du dich auch noch so orientieren. Da hast du ja einen echten Gezeitenwechsel, sage ich mal. Okay. Hier ist es ja einfach nur eine Bitmap. Vor allem haben wir jetzt den Mond und die Sonne am Himmel, das sieht voll... Kommt aber noch. Der Übergang ist noch nicht also so ganz fließend. Also ich mit dem Messer jedenfalls, ja. So. Wieso Mond und Sonne am Himmel ist doch eigentlich relativ... es gibt's doch auch so. Also, ist gar nicht mal so unrealistisch. Hm. Nee. Ist es nicht, nee. Stimmt schon, aber ich finde, die sollten es trotzdem ein bisschen dynamischer gestalten. Daran merkt man, dass manche Spieler einfach zu wenig nach draußen kommen. Ja, was, die Sonne bewegt sich in Wirklichkeit? Nein. Okay. Was, der Mond ist den ganzen Tag oben? Ich dachte, der kommt nachts raus. Genau, der Mond bewegt sich. Wenn ich jetzt irgendwie so in den Himmel gucke, das sieht wirklich aus wie so ein schlecht gemaltes Bild. Auf der einen Seite ist halt Tag, auf der anderen zieht die Nacht so auf. Ja, okay, das sieht doch, das ist schon, ja, doch, hast recht. Genau, das über ist, mir ist so ein fetter, dunkler Fleck. Das ist wie so ein 360-Grad-Bild aus dem Internet, falls man ja, den genau. kennt. Sieht einfach komisch aus, finde ich. Aber habe ich die ganze Zeit Use-Item, wenn ich Dave anvisiere? Ich habe doch meine Items weggesteckt. Also, durch den neuen Patch sind ein paar kleinere Bugs dazugekommen, das merkt man. Gib's zu, du willst mich ausrauben. Ich finde es gut, dass ich noch keinen anderen Spieler hier gesehen habe. Genau, Use-Item heißt, das Item ist in dem Fall die Faust, die versucht und damit haue ich dir voll ins Gesicht. Gesicht. Das Gesicht. Das Gesicht, ey. Einer ist ein Bandit, Leute, das Spawn-Bleeds. Oh, da hinten ist... Oh Mann, dieses scheiß Ding schon wieder. Use Item. Ist, dann wär's gut, ja. Ich bin voll erschrocken. Das kam gerade von hinten, weißt du, so ins Bild rein. Das hat mich gerade voll erschreckt. Ich dachte, da kommt was angeflogen, Mann. Lauft ihr denn durch die Karpaten oder nehmt ihr die Straße? Wir laufen mitten durch die Walachei. Mitten durch der Pamba. Durch die Walachei, da bin ich gerade. Arsch der Heide gerade. Ey, aber ich komme gleich auf die Straße, wo es hoch Richtung Blah City geht. Frosty Pines. Hätte ich eine Taschenlampe, ey, dann würde ich ja wenigstens sagen, ja, orientier dich am Licht, aber ja. Ja, aber ich muss wirklich sagen, die Frames haben sich verbessert im Gegensatz zum letzten Mal. Also ja, definitiv, also ich habe jetzt definitiv um einiges mehr. 30 ist schon das Minimum, was ich habe. Ja, ich hatte letztes Mal teilweise nur 15, also. Ja, korrekt. Das liegt nicht an meiner Hardware, könnte ich wetten. Korrekt, das Spiel hat sich dann in der Hinsicht verbessert. Salzstangen. Oh. Such die. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand bei mir. Ja. Alter Pantomime, du. Da komme ich ja gar nicht. Oh Mann, da komme ich gar nicht auf die Straße runter. Wie blöd ist das denn? Ich stehe mir das gerade so vor. Ja, da mit der. Dann am Seil ziehen, bitte. Und, langtasten. Och Mann, das geht echt komplett den ganzen Berg entlang. Wie soll ich denn auf die Straße kommen? Manu! Manu! Ist ein Vorname auch, Manu. Manu. Ich laufe wieder falsch. Mann, ist das ätzend. Dave komplett in Flecktarn, also so sieht man dich im Dunkeln auf jeden Fall nicht. Außer das der Hut. Ist so geplant. Ja, gut. Na, mich sieht man natürlich aufgrund meiner geilen Sonnenbrille, die spiegelt dann natürlich. Ich hab mein weißes Hemd an, das ist am allerbesten. Hör mal, wie sie hüpft. Oh. Ich bin über dir gesprungen. Hört man das? Spring mal. Na gut, dann springen höre ich eh nicht. Oh. Aber meine klingt wie eine Frau. Ja, wie ein Kerl. Ich sehe die Straße. Ich sehe die Straße jetzt auch, also. Wo wir sind an so einem See. Military Base, oder? Wir sind am See vor Frosty Pines. Dieser See, der nach Norden führt, dieses Ausgewüchs, das aussieht wie ein männliches. Ach so. Extrem. Ja. Da sind wir gerade oben an der Spitze des Extrems. Oh, ich sehe das, die Spitze des Extrems. Ist aber ein kleines Extrem, du hast aber wieder ein bisschen übertrieben, ne? Ja, das ist ein was ist das Gegenteil von Extrem? Intrem? Dazu neigen manche Männer, glaube ich. Ich gehe da nicht runter. Manche Männer. Kommt ich hab sowas nicht nötig. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich. Ich würde nie etwas anderes behaupten. Er ist ein Panda, er muss und kann und will sowieso nie. Er muss und kann. So. Ich bin jetzt übrigens
westlich von diesem See, den du meintest, dieses extrem Luna auf der Straße. Ich glaube, es ist nach Norden hoch zu der City. Nördlich, genau. Wir treffen uns einfach vor der Stadt. Ja. Ich würde sagen, ich mache hier einen winzig kleinen Cut an der Stelle, damit ich nicht so lange auf euch warten muss. Und dann schnacken wir einfach so. Ich zerstöre deine Aufnahme, meine ist dann clean. Ich schneide jetzt auch einfach, wenn du sagst Cut. Fertig. Okay, bis gleich. Ich glaube, ich habe euch beiden gesagt.